Hallo und willkommen zurück zu Skyrim und den Abenteuern von Talis Aran und ja, Sirana. In der letzten Folge hatte ich ja vergebens einen Helm gesucht, also am Ende der Folge, um die, ja, den wir für diese Folge gebraucht hätten. Ich bin leider nicht mehr fündig geworden. Und deswegen habe ich halt einfach kurzerhand ein anderes Item gebastelt, was uns denn da auch hilft. Und zwar hier dieser Silberring. Und zwar habe ich dort Wasseratmung draufgezaubert. Und zwar werden wir uns heute, nachdem wir in Einsamkeit waren und in unserem Museum da ein paar Sachen abgeladen haben, werden wir uns hier in diese Umgebung hier begeben und Wrackstauchen machen. Dort nordwestlich von Winterhold. Winterfeste. Ja, befinden sich einige Schiffswracks. Ja. Und dort sind ein paar Schätze, die man looten kann. Und das ist, denke ich mal, auch mal was anderes. Ja. Ein bisschen Abenteuer, ein bisschen entdecken und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich das mit Gnorki auch aufgedeckt hatte damals. Ich weiß gar nicht, ob die Serie soweit schon ist. Auf jeden Fall. Na gut, wenn ihr das hier seht, dann ist das schon raus. Falls ihr euch. Falls ihr das gesehen habt, ich habe da ja mit Gnorki die gesamte Nordküste von Himmelsland erkundet. Bin da überall lang geschwommen, lang gekrochen. Hab da den ein oder anderen die eine oder andere Sache entdeckt, die ich vorher noch nie zuvor gesehen hatte. Ja. Und ich weiß nicht, ob wir da die Wracks großartig aufgedeckt hatten. Okay, hat da nichts für mich. Sah es so aus. 105. Ah, das wird ja hier weniger. Was ist los? Es lässt nach. So. Wooden Mask. Bam. So, was haben wir denn noch alles? Ja, die Handschuhe, die kommen unten. Die Maske, die kommt auch unten. Waffen. Aegisbane müssen wir jetzt suchen. Trollbane? Nee. Trollbane ist nicht Aegisbane. Eastblade, Windshear. Sephir. Ah, Aegisbane. Bam! What appearance would you like to take? Hä? No, no, no. Hä? 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 Wo ist jetzt? Nein! Well. Default. Ja, okay. Sieht schon besser aus. Achso, Dämmerbrecher. Das da müssen wir in die Dedra-Ausstellung. Lost Empire. Obwohl, wir können auch erstmal in die Lost Empires gehen und die beiden Sachen droppen. Ey, so könnte ich nicht. Manche YouTuber 5-6 Videos an einem Tag. Jesus Christ. So, wow, 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 ein Krach ist hier. Warte mal, jetzt müsste hier eigentlich einer mehr sein, ne? Ne, der zählt gar nicht, den wir da gemacht haben. So, hier kommt irgendwo Wraithguard hin. Und zwar da. Bam! So. Dann, wo war der Helm? Der war der oben? Ich glaube fast, ne? No? Ah, da! Haha! So, und damit hätten wir soweit eigentlich alles hier. Jetzt nur noch der Dämmerbrecher. Ja, okay. Okay, dann müssen wir jetzt in die Dedra aus... Ausstellung. Was? Should we colonize Venus instead of Mars? War auf der Venus nicht übelst der Druck?
Natural Science. Wobei. Warte mal, Natural. Nee, nee. Dedra. Dedra, Gottverdammt. Dedra. Dedra.com. Was haben wir denn? Das ist ja PBS Space Time. Na dann, was hat er denn hier zu erzählen? So. Oh. Achso, weil wir ihre Quest erledigt haben, leuchtet da, aber das sieht irgendwie total verpixelt aus. Können wir hier auf die Kette rauf? Well. No, 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 no. Consuming the flesh of consume. Was? Consuming the flesh to consume the soul. Achso, das hört sich hier nach. Ach ja, nach den Leichenfressern. Spellwater, Vampire Domination, Power as Powered, Untrue Influence. Ebony Mail. Ben. Dawnbreaker. Ho! Oh, warte mal. Es gibt denn hier noch ein zweites Item von Meridia? Aha. Das habe ich nicht gewusst. Skull of Corruption. Ah ne, die haben wir nicht mit dem Charakter. Das war ja mit Norki. Saviour's halt, das ist Hircine. Okay. Ach so, wegen der. Ah, na gut, das macht Sinn. Die Venus, die ist nicht so weit weg. Und der, ja, dauert 30-50% weniger als bis zum Mars, okay. Aber. So, okay, dann wären wir damit fertig. Und dann können wir ja jetzt meine Schwimmstunde da machen, die ich machen wollte. Venus. Planet. Nicht die Venusmesse in Berlin. Nee, da will ich nicht hin. Oh. Ach nee, das war nicht der Druck. Hahaha. Kohlenstoffdioxid, Stickstoff, Schwefeloxid. Also, ja. Sieht nicht so gesund aus. Druck. 92 Bar, wollte doch sagen. Der Druck ist da ein bisschen doll. Relativ gesehen. So, okay, dann werden wir jetzt hier mal nach. Nach Saartal wollen wir nicht. Ja, warte mal, wir wollen ja ungefähr hier so hin. Ich denke mal. Ja, dann ist die Feste doch das kürzeste. Bar. Das ist. Ach, bezogen auf das Nullniveau von dem Planeten. Ja, was soll das denn heißen? Unter dem Nullniveau versteht man eine Fläche, die der Höhe zu Null zugewiesen wird. Was? Eine Fläche? Aber ich denke, hä? Druck? Druck ist doch keine Fläche. Druck ist eine Kraft pro Fläche, ja, aber. Bei Planeten mit fester Oberfläche gilt als Nullniveau die Oberfläche des volumengleichen Rotations. Was ist das? Ellipsoides. Auf Planeten ohne feste Gasfläche gibt das Niveau an Gasdruck 1 Bar. Was? No. I don't want beef with you. Not now. Also quasi, wo wir normal 0 haben, haben die, also ist auf der Venus 92 Bar. So verstehe ich das jetzt. Ja, okay. Was ja doch ziemlich ungesund für uns ist, für uns Menschen.
So, warte mal, da ist der Schrein von Talos. Und da ist ein Grab. Das müsste Yzgramors Grab sein. Da kommt man, glaube ich, hin, wenn man Wutrad fertig hat bei den, oh, hello. Bei den... Wie heißen sie? Gefährten. Jo, 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 schöne Killcam, man erkennt nichts. Oh, Gras mitnehmen. Das brauchen wir für irgendwas? Ich weiß bloß nicht mehr was. so. Gucken wir mal, vielleicht finden wir ja noch was Schönes beim Schrein von Talos. Oh, das sieht hier aber recht mager aus, abgesehen von einer Leiche. Und einer Ebenerz-Streitaxt. Und ein Trankmücher. The Importance of Wear. Einhändig, nice. Schrein von Talos. Ja? Moment. Aber ich glaube, das hat hier nichts gebracht. Hier ist, glaube ich, immer Schnee, soweit ich weiß. Also die schneit es immer. So, wir müssen... Ach, da in die Richtung. Hallo, Mr. Snow Fox, Arctic Fox, but not... Ja. Oh, da ist... Ach so, hier war, glaube ich, ein kleiner Hinweis auf das, wo wir hinwollen. Und zwar müsste hier irgendwo ein Brief rumliegen. Oder ein Tagebuch? Ja, genau, vor Shelly. Shelly, your ship should have arrived weeks ago and I fear the worst has happened. I've set up camp on this rock as your ship should pass by here. And hopefully one of these days we'll be together again. If you're reading this, I'm probably out hunting or bringing in some supplies. I will be waiting here until I see your face again. Well... Und ja, leider ist er nicht mehr so ganz lebendig, wie man das hier so, wie man hier an den Knochen feststellen kann. Also er wurde wahrscheinlich von irgendetwas ermordet und aufgefressen, weil sein Lager scheint hier noch einigermaßen in Ordnung zu sein. Feuer brennt noch, Topf ist hier noch, Korb ist hier noch, also, das ist sonderbar. Wahrscheinlich wurde er von einem Bären angegriffen, würde ich sagen. So, und unser Ziel, wir werden jetzt mal kurz hier noch auf Karte gehen, so, hier ist Winterfeste, hier sind wir, und wir wollen dahin, wo dieses umgekippte Schiff ist, und dazu werden wir jetzt erstmal auch schon mal, meinen verzauberten Silberring einsetzen. Und somit können wir jetzt unter Wasser atmen, yay! Falls ihr euch erinnert, ich hatte in der Vergangenheit so einen detrischen Helm, so ein Ebenerzhelm mit Wasseratmung drauf, aber den hatte ich, glaube ich, verkauft und den hatte ich gesucht und ich wusste nicht mehr, ob ich den noch hatte. Ja, also es gibt hier sogar eine Story dazu. Und zwar gibt es irgendwo einen Piraten in Skyrim, ich weiß nicht mehr, wo der war. Und wenn man mit dem schnackt, dann kriegt man mit, dass das hier so, also dieser Bereich hier, quasi sein Jagdgebiet als Pirat ist. Und, ja, dass deswegen hier so viele Schiffe rumliegen. Schiffswracks. Und irgendwo da in der Nähe von, ich glaube westlich von dem Schrein von Talos war, glaube ich, irgendwo sein Versteck, wo er seinen ganzen Plunder, versteckt hält. Ja, und das wollten, also wir wollten jetzt hier diese Folge, das hier alles erkunden. Ja, Fisch unter Wasser fangen. Das scheint ja aber schon ein bisschen länger zu sein, wenn man sich hier die Mollusken anguckt. Witch Chest. Elfenbogen, 65 Gold. Lachs? Wo ist hier Lachs? Sehe keinen Lachs. Kleiderschrank. Schuhe. Ups, das hätte ich nicht looten wollen, aber ist egal. Fass. Ja, da scheint der Pirat hier ganz schön vorher geplündert zu haben, bevor er das Schiff versenkt hat.
Wie scheint, ein bisschen Gold, Turquoise. Ja, das ist ja hier doch eher mau. Ich hätte eigentlich gedacht, hier ist mehr los, aber ist ja dann doch eher enttäuschend. So, das ist das. Das ist das. Da unten sind auch noch Muscheln. Den kann man auch verkochen. Mit Nuschelmuschelfleisch. So. Ha. Hier sollte eigentlich. Das ist ja eigenartig. Ich hatte hier eigentlich in Erinnerung. Hier sollte eigentlich eine dicke Truhe sein. Gut. Ja, das ist ja jetzt ein bisschen. Da bin ich ja jetzt ein bisschen baff. Eigentlich hätte hier eine Truhe sein müssen. Eine große, nicht nur die kleine hier. Naja, dann ist hier scheinbar doch nicht so viel. Ja. Auf jeden Fall weniger, als ich mir vorgestellt habe. Tirana genießt da auch den Schwimmen. Das Schwimmen ein wenig. Was haben wir hier? Ungestützte Bank. Ne, hier ist nichts weiter, okay. Ja, dann, was haben wir hier? Achso, das Brett, was da auch geschwommen ist. So, das ist ja ein bisschen deprimierend. Oder enttäuschend, eher gesagt. Ich hätte jetzt hier eigentlich auch mehr erwartet. Ja, wie wir sehen, ist hier nicht wirklich viel los. Unter Wasser. Lass mich noch fix wieder abspeichern. Da bin ich ja doch leicht enttäuscht. .com.tm. Ja, da können wir, denke ich, mal raus aus dem Wasser und uns irgendwas anderes suchen. das war ja doch dann jetzt ziemlich antiklimaktisch. Atmosphäre. Besteht doch eine Kohlenstoff. Erdbeben mit dem Boden über 92 bar. Es kommt einem Druck von rund 910 Meter Wassertiefe gleich. Ja, viel Spaß beim Tauchen. Ach da, großer Ring der Zerstörung hatten wir an, wollte schon sagen. So, speichern. So, dann könnten wir da hinten noch hingehen. Da war auch noch was, glaube ich. Eisenerz, nö. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Oh, Serana, du hast da ein Wolf. Und ein Eiswolf. Woher seid ihr gekommen? So. Ist das hier Interspecies oder was? Oh, da können wir auch gleich nochmal. Das ist ja noch ein Schrein von Talos gewesen. WTF. So viele Talosse. Talai? Ach, hier war Iskamos Grab, ja, ja, nee. Aber das können wir uns ja auch schon mal erkunden, aufdecken, aktivieren. Damit wir da fast traveln können, wenn wir dann irgendwann mal die Gefährten machen. Weiß ich noch nicht, ob ich das mit Talis mache. Wobei, wäre ja eigentlich auch interessant, weil wir ja denn ziemlich viele Nordgräber entdecken oder erkunden. Und das ja eigentlich auch recht interessant ist für einen, für Talis. Wissen der alten Rassen ist, denke ich mal, interessant. Eisenerz, nö. Hier gab es, glaube ich, auch irgendwie so eine Mini-Quest oder so. Irgendwas war hier auch. BAM! ich sollte hier vielleicht nicht so rumschießen.
Isa. Isa, hast du nicht gesehen? Isa's Tail. Der sieht ja schön aus. Ist bestimmt auch durch einen Mod modifiziert. Unique Armor found, okay. Rolle der Besänftigung. Also der wollte hier was gegen die Skeever machen, soweit ich weiß. Also es gibt hier irgendwo ein Tagebuch, was davon berichtet. War das hier oben? Es kann auch sein, dass wir das jetzt mit einem Feuerball weggeschossen hatten. Naja, auf jeden Fall wollte er hier die Dings loswerden. So, okay, ja. Ja, Ysirana, was machen wir denn da vor Schreck? Wir könnten das noch machen. Das Wort hier holen. Warte mal, waren wir da nicht drin? Wir waren noch da in dem Dungeon drin, oder nicht? Wir haben doch sogar die Klaue geholt. Ha. Das kann ich jetzt nicht so ganz... Nordruin, sogar älter als ich. Ach Quatsch, das war... Nee, hier waren wir noch nicht drin. Oder? Obwohl, wir hatten ja Fast Travel hier. Da müssen wir ja hier drin gewesen sein. Mir wurde immer gesagt, ich... Ja. Ruinen wie dieser aus dem Weg gehen. Jetzt weiß ich auch warum. Anzeichen von Ärger laufen wieder von. Ach so, hallo. Ich habe euch gar nicht gesehen. Ja, ich habe mich auch angeschlichen. Natürlich bin ich das. Ich stehe kurz davor, unglaublich reich zu werden. Aber meine feigen Arbeiter haben beim ersten Anzeichen von Gefahr die Beine in die Hand genommen. Oh nein. Was hat sie denn vertrieben? Wir haben dieses alte Grab ausgehoben und sind auf eine Kammer voller Leichen gestoßen. Ein Blick hinein hat gereicht, die ganze Mannschaft zu vertreiben. Haben Sie noch nie zuvor Tote gesehen? Jedenfalls nicht solche. Die dort drin sind noch recht lebendig. Trauger halt. Wenn ich die Kreaturen in diesem Raum nicht überwinden kann, bekomme ich auch den Schatz nicht. Ich brauche mehr Leute. Vielleicht kann ich euch helfen. Das ist eine schlechte Idee. Ihr seht aus, als könntet ihr mit diesen Bestien fertig werden. Wisst ihr was? Ihr helft mir, an den Schatz zu kommen. Und wir teilen ihn uns. Abgemacht? Abgemacht. Ausgezeichnet. Mit meiner Intelligenz und euren Muskeln wird der Schatz bald mir, uns gehören. Zuerst müsst ihr die Hauptkammer von diesen Monstern befreien. Sehr verdächtig. Ich bleibe so lange hier und plane unseren nächsten Schritt. Also was ich hier gerade hier so nebenbei lese, ne? Temperaturen von minus 100 Grad Celsius und so, also... Ich weiß ja nicht, ob das so pralle ist. Und dennoch der Druck. Das sind sehr, sehr hohe Anforderungen ans Material. Also. So, wir können ja hier. Oh. Und das ist eine Wolkendecke, die zu 75% Massenprozent aus Schwefelsäure besteht. Das ist sehr schön. Sehr gesund. Sehr gesund. Und das ist doch... Also die Argumentation, dass es günstiger ist, zur Venus zu fahren, das mag ja vielleicht sein, aber wenn man denn jetzt hier einen Außenposten bauen muss, der erstmal den Tod standhält, dann... den kalten Temperaturen und dann noch den Säurewolken widerstehen muss. Oha. Oh, ich habe den falschen Schrei drin. Da muss ich sagen, kann ich das nicht so ganz nachvollziehen, das Argument. Ja, der sieht eigentlich auch interessant aus, also von der Rüstung her. Hätte ich auch sehr gerne.
Ich frage mich, ob man das später mit dem Lockpick-Skill 100 klauen kann. Das wäre interessant zu wissen. Oder ob das nur mit auf Waffen zählt, ich weiß es nicht mehr. Ach so, hier mussten wir jetzt immer die Flügel stückchenweise clearen und dann hat sich dann irgendwann die Haupttür geöffnet. Ah, so war das. So wird es. Thoughtseer. Können wir den? Oh fuck, nein. Yay! Wow! Yay! Wir haben einen Zaubergelände, den ich nie benutzen werde. Zersetzen. Oha, die Atmosphäre zersetzt Sauerstoff. Das ist ja schön. Ach so, nee, die Wolken. Ach so. Das zerlegt sich in Schwefeldioxid, Wasserdampf und Sauerstoff. Wollte schon sagen, das zersetzt Sauerstoff? Hä? Hä, wo ist sie denn? Hä? Ach, wir sollen da weiter, alles klar. Wird durch Vulkane ausgestoßen, ja, macht Sinn. Ha. Ach, da müssen wir dann wahrscheinlich lang. Da, sphärischer Schlüssel erforderlich. Hä? Ja, hast du den Schlüssel? Ja, komm. Ihr seht schon alle getötet. Ja, sie sind alle tot. Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Mir nach. Ach. Halt nicht zurück. Well. Das ist ziemlich dreist, sowas zu sagen. nachdem ich hier auf dich warte. Oberfläche. 75% das Licht der Sonne wird, also des parallel eintreffenden Lichts, wird aufgrund der Beschaffenheit der Wolkenoberfläche zurückgeworfen. Alter Schwede. 75%. Die Erde reflektiert in der Regel nur 30,6%. Diese Türen sind das Einzige, was noch zwischen mir und dem Schatz steht. Das sollte es lieber. Ich bin nicht den ganzen Weg gekommen, um mit leeren Händen abzuziehen. Es muss eine Möglichkeit geben, diese Türen tiefer in den Ruinen zu aktivieren. Nehmt den Schlüssel. Damit solltet ihr die Türen auf beiden Seiten der Kammer öffnen können. Hey. Ja, machen wir mal. Die einzigen anderen Beispiele, der hat schnell auf Strom, so eine Saturnmond, Titan, Stück, Achter auf Druck. Wow! Ist ja geil. Das innerhalb von 10 Venusjahren ist die Geschwindigkeit, mit denen sich die Wolken auf dem Planeten bewegen, von 300 Stundenkilometer auf 400 Stundenkilometer gestiegen. Yikes. Aua. Wo ist er denn? Oh, eine Ozonschicht? Hat die auch in der Höhe von 100 Kilometern? Space! The
Final Frontier. Indeed. Indeed. The Final Frontier. Hä? Da, 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 da. Space. Spaße. Novice. Warte mal. Rotationsrichtung Firma. Warte. Was haben wir da hinten? Das ist wieder so ein Bulliger, ne? Sieht so aus, ja. Oh. Hä? Wow. Hello. Oh, wir haben kein Zero Mana. Was wir eigentlich auch noch auf über 400 oder ungefähr 450 skillen müssten. Aber im Moment ist, denke ich mal, Lebenspunkte erstmal wichtiger. Oh, shit. Das hat sogar noch gereicht, um... Oh, 35 Damage, das ist ja nice. Das hat sogar noch gereicht, um die Seele zu sammeln. Cool. So... Wenn wir mal hier lang, wo Serana lang gehechtet ist. In dem bulligen Looten. Verbeulter Eisenschild. Ah, das sieht man aber leider nicht. Wenn wir da was rauflegen? War denn das jetzt? Ach, das hat die Falle wieder ausgelöst. Da, ah, okay. Ich hätte gedacht, das öffnet jetzt uns eine Tür oder so. Ja, dem war leider nicht so. Sondern denke ich mal, müssen wir in diese Richtung. Das Wetter. Beleuchtungsstärke 5000 Lux, Windstärke 4. Oh. Haha. Ich hab dich schneller umgebracht, als mich dein Frostatronarch hauen konnte. Die Schatten, ja, die muss ich bei Gelegenheit mal wieder umstellen. Sehr interessant ist, dass das hier so auf einem Podest steht. Das sieht man auch nicht oft. Novice. Au. Haha! So, Gleichgewichtstemperatur minus 41 Grad Celsius. Eieieiei. Das ist ja... Ups. Oh Gott, kein Orientierungssinn. Wir müssen in die Richtung. Da war auch gerade ein Gegner, oder? Hab ich das da richtig gesehen? Ah ja, hier war vorher ein Gitter. Hier war nichts. Was? Siehst du, so macht man Fuß, oder? Und nicht so wie du, so schwach auf der Lunge. Mensch.
wieder so ein bulliges Schild. Verbeultes Schild. So weit ist der geflogen? WTF. Da kommen doch jetzt wieder die einen oder anderen Kämpfe auf uns zu. Was hast du denn da schon wieder für einen Zucker? Serana. Serana. Malachit. Der hat auch 35. Lalalala. Oh, das war falsch. Oh, nee, doch, hat geklappt. Ich hatte gedacht, ich hätte ihn mal erst Fuß holen sollen. So mit O. Speichern, speichern, speichern. Und dann werden wir mal hier hoch, denke ich. Ja. Ich denke, also bin ich. Schade, nichts zu entdecken. Telekines! Was? Kriegen das Ding nicht angehoben? Das ist ja schade. Kriegen wir das hier angehoben? Nope. Hello. Achso, das ist da, wo wir den runtergefußrodat haben. Fuß, lo? Fuß, hi. Silence. Was ist die Musik des Lebens? Stille, mein Bruder. Ew. Der ist ledig und der andere ist auch ledig. Okay. Sieht hier ein bisschen komisch aus. Der Rand da. Start. Oh. Da haben wir doch jemanden. Pitch, patch, pitch, patch. Woher seid ihr gekommen? Pew. 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 Yeah, Killshot.
wir nehmen hier einen ganz schön langen Weg, nur um ein Tor zu öffnen, also... Eieieiei, Avan, Avagaga, da war. Aber jetzt müssten wir eigentlich wieder da im Hauptraum sein. Temperaturunterschiede. 440 Grad Celsius an den Polen. Yay. Maxima 493 Grad Celsius. Und wie viel sind das? 119.000 Hektopascal. Warte mal, das sind... 1,1 Bar? Ein Hektopascal war doch ein Bar, oder nicht? So, damit hätten wir... Oh, wir haben... Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, machen wir mal an der Stelle einen Break und machen dann in der nächsten Folge weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye!